Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Mal Exoborn. Heute zusammen mit Papfi, es wird insane. In dem Video werde ich gleich super viel einfach nur zocken, aber ich habe super viele Infos und alles das, was es zum Spiel zu wissen gibt. Alle Fähigkeiten, was die Exorigs haben, wie die ganzen Spiele aufgebaut sind, die Story dahinter. Ich bin auf sehr vieles eingegangen in einem kurzen Infovideo, was ich vor einiger Zeit hochgeladen habe. Das alles findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr ein bisschen Hintergrund zum Spiel haben wollt und mehr zu diesen ganzen Fähigkeiten und zu der Map und zu dem Spiel an sich wissen wollt, da ist super viel Info mit drin. Zieht euch das gerne rein. Wir gehen jetzt einfach mal blind rein in das Game, schauen uns einfach mal den ersten Eindruck an, die ersten Spielminuten und ja, lasst das einfach mal auf euch wirken, würde mich sehr freuen. Guckt bei Papfi vorbei und vielen Dank an Exoborn, dass wir das Ganze im Playtest anzocken durften. So, Links sind alle wieder in der Videobeschreibung, schaut da rein und jetzt viel Spaß. In einer Welt, wo alle Naturphänomene einmal komplett ausrasten und die Menschheit am Boden ist, zerstört, der Natur unterlegen, ja, gibt es zwei Leute, die jetzt hier endlich im Exoborn Playtest sein können. Und ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Papfi, einen wunderschönen guten Tag. Schätze, können Sie mich hören? Ich kann dich hören, Patrick. Du stehst aber auch direkt hinter mir, du müsstest gar nicht über den Funk sprechen. Oh, okay, alles klar, aber ich bin ready for deployment. Roger. Freunde, wir sind hier im Playtest von Exoborn. Ich habe in der Vergangenheit schon mehrere Videos dazu gemacht. Ich war auch auf der Gamescom bei den Entwicklern und durfte mir einen Vortrag darüber anhören. Und jetzt haben wir endlich mal eine First-Hand-Experience zu Exoborn, dem Game an sich. Wir dürfen heute eine ganze Runde zeigen. Ich habe mich dazu entschieden, einfach die First-Runde einfach zu zeigen und unsere ersten Impressionen auch einmal vorzustellen. Ihr könnt das Spiel Wishlisten auf Steam, ist unten dran, ist eine Kooperation mit Exoborn, obviously. Und ihr könnt auch euch anmelden für zukünftige Playtests, falls ihr darauf Bock habt. Das Ganze ist noch tief in Development, Freunde, also falls hier irgendetwas auf dem Bildschirm mal flackern sollte oder irgendwas passieren sollte, was normalerweise nicht so sein sollte, es ist noch lange nicht draußen. Das hier sind nicht mal Early Access Sachen oder whatever, es ist ein absoluter Playtest. Deshalb be aware, wir gehen heute rein. Das Ganze ist ein Extraction Shooter. Ich will hier gar nicht noch so viel zeigen. Wir gehen jetzt erstmal einfach ins Spiel, wir lassen das auf uns wirken, gucken uns das Ganze mal an. Wir spielen auf der Maynard Map, das ist die Map, die wir zeigen dürfen und wir sehen auch hier schon, das ist für 3 Spieler, Papfi ist mit dabei, XX Papfi XX, kann man mal so sagen. Und das Besondere ist natürlich, dass wir hier ja so richtig heftige Ausrüstung haben, die wir auch upgraden können. Man kann bessere Waffen finden. Es ist natürlich ein Loot-Extraction-Shooter. Ich bin sehr gespannt einfach. Wir gehen einfach mal rein. Ich drücke jetzt mal Ready. Wir schauen uns einfach alles mal an, ganz in Ruhe und werden die ganze Runde entspannt hochladen. Macht euch einen Eindruck. Und jetzt, Papfi, erzähl uns mal einen Witz. Sehen Sie uns? Oh, reden wir jetzt die ganze Zeit? Nee. Okay, ich... Tut mir leid, ich lasse das. Danke, Papfi. Wer ist denn O Max jetzt? Holy shit. Oh, Max. Warte, hier passiert was, Papfi? Machen Sie sich bereit, na los, kommen Sie, Kumpel. Los geht's. Runter. Howdy, Partner. Oh, so. Nein. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Bro, was ging denn da? Oh mein Gott! So. Warte, ich bin hier. Wo bist du? Bist du 2 oder bist du 3? Ich bin der 2. Au, warte mal, ich muss auf die rechte Seite. Ansonsten seht ihr unsere Leben nicht. Also Leute, wir sind drin. Extraction Shooter, für die Leute, die es nicht wissen, das Ziel ist es, so viel Loot wie möglich zu sammeln, seltenen Loot zu sammeln, aber dann natürlich auch noch gleichzeitig ein paar Kills zu machen, Missionen zu hier. Wir haben Objectives oben links, ne, die wir uns im Hauptmenü auch auswählen können. Eliminate Botkin ist zum Beispiel eins von meins. Aber generell gehen wir... Junge, das ist komplett crazy, denn es ist ein Feuersturm. Hier sind 60 von diesen... Ne? Echt? Ja. Also, okay. Auf jeden Fall stuff. Ah, ja, ich liebe ja so eine... Ich feiere das komplett. Ich finde, da kann man sich richtig drin verlieren. Ja, safe. Vor allem, wenn du die ganze Zeit Loot stackst. Auf jeden Fall ist das Ziel, wenn wir jetzt hier landen, das Ziel ist es langfristig, von dieser Map hier wieder mit einem Dropship zu extracten. Deshalb auch Extraction Shooter. Dann landet so ein Schiff, du kannst da rein und haust wieder ab. Alter, und ich habe meinen Fallschirm aufgemacht. Guck dir das an. Ich wie? Okay, von wo bist du denn runtergesprungen? Ich bin gerade einfach nur hochgeflogen. Du kannst, wenn du dich hier... Oh, ja, lol. Guck mal. Moin. Oh, da sind Leute. Warte.
Ja, auf jeden Fall, das ist das Game. Zumindest größtenteils. Den Rest werden wir jetzt hier... Wenn du dich an so eine Wand sippst und dann abspringst, dann kannst du deinen Fallschirm öffnen. Papi, und bist ganz ehrlich, lang in der Luft. Man muss einfach nur einmal springen. Echt? Man kann den instant öffnen? Ja, du kannst den einfach im Sprung instant öffnen. Was macht der hier? Oh. Ah, der hat so ein Fragment gefunden. Okay, das wow, kann der jetzt so... Okay, hey, aber krass, dadurch kann ich hier so richtig geil hochkommen und so. Ja, generell, Movement ist hier in dem Spiel wohl auch ein Riesending. Aber Patrick, oh Gott, hier sind Gegner. Ich glaube, es sind NPCs. Hab einen. Roger that. Aber man muss dazu sagen... Guck mal, wie man reinackern kann. Noch einen. Aber die Drop-Time in den Games ist ziemlich hoch. Also, man kann Leute mit einem Schuss auf jeden Fall komplett wegholen. Ist das hier so ein... Digga, das sind so Buggies. Es gibt auch Buggies in dem Spiel. Ich finde das total krass mit dem Fallschirm, ehrlich gesagt. Ich bewege mich nur damit vor, glaube ich. Ja, ich bin auch in der Luft. So richtig hochboosten. Aber man kann halt nicht schießen, ne? Von dem Fallschirm. Das wäre, glaube ich, zu krank. Das Ziel ist jetzt übrigens, dass wir so viele Informationen wie möglich aus dieser einen Runde rausziehen, Patrick. Ja. Wir haben nur begrenzte Zeit. Also, Movement sick. Ja, lass mal hier runter. Scheiß auf unseren Mate erstmal. Hier sind NPCs auf dem Dach. Hab einen. Geh auch auf Kopf. Oh mein Gott. Ich bin richtig reingegangen einfach. Lebst du? Digga. Ja. Patrick, bitte. Oh, aber nicht mehr lange vielleicht. Würdest du bitte auf dich aufpassen? Hier liegt ein Boot auf dem Dach. Ah, die NPCs sind auf jeden Fall... Okay, warte. Lad nach. Warte, der ist hier noch hinter. Oder hast du ihn gekillt? Okay, ist tot. Wir sind alle weg. Okay, hier kann man jetzt die Leute durchsuchen und die haben dann Waffen zum Beispiel. Der hat eine DMR, die nehme ich mal mit. Mit Präzisionsammo, Geld. Geld ist auch so ein Ding in dem Game wohl. Okay, geil. Ah, da ist unser Mate. Ich habe auch eine Sniper, aber die funzt noch nicht Ach so geil. Ach so. Ich kann aber gar kein Geld mehr aufheben. Ach, wir sind jetzt schon voll. Ja. Bam! Okay, das ist Inventar. Wir haben zwei Waffen. Wir haben eine Ulti. Wir haben Armor, die wir aufheben können. Wir können auch noch ein Backpack aufheben. Verteidigung, Utility. Und das ist mein Exo-Rig. Und das ist gerade Viper. Core-Ability ist Viper. Dash nach vorne. Mit einem absolut ehrenlosen Punch. Okay. Und wir können... Oh, Core-Ability ist, den Exo-Rigs in einem 50-Meter-Radius rauszufinden. Das heißt so wie so ein Wallhack. Okay. Gut, eins nach dem anderen. Roger, hier Steps. Sind wir das? Boah. Ja, das seid ihr vorhin. Frage. Ich höre hier über uns im Haus noch Leute. Patrick, ich hab eine Schrotflinte, warte. Rein. Die sind jetzt also safe. Oh mein Gott, hab einen. Jetzt kann ich den Fallschirm nicht mehr aufmachen. Den jetzt abgelegt? Alter. Hier ploppen halt die Waffen raus, ne? Scheiße, ich glaube, ich habe meine gute Dings weggelegt. Wir müssen mal zu unserem Mate, der hat Ahnung. Ein bisschen mehr Ahnung zumindest. Ja, der ist hier in dem Haus, wirklich. Ich laber nicht. Ah, weißt du, warum ich glaube, ich jetzt den Fallschirm nicht mehr öffnen kann nach dem Springen? Weil kein Wind mehr ist. Das kann sein. Entweder ist der Wind oder halt... Ist er schon am Fighten wieder? Was geht da? Was macht der da? Oh, aber da kracht's. Nee, da blitzt. Hier kommt eine Wolke. Warte mal. War er... Was ist das für ein Geräusch? Ich war das nicht. Bro, das ist so scary. Zack, zack. Da oben kommt so ein Dropship. Oh, ich glaube, das ist ein Gegner. Ich glaube, das sind Spielergegner. One down, one down. Ja, das sind Spielergegner. Er ist down. Muss noch drauf schießen, wenn die am Boden liegen. Der eine ist tot auf jeden Fall. Jetzt ist er down. Das war auf jeden Fall ein Spieler, safe. Cover me! Aber der hatte sehr gute Visibility. Digga. Ach, lol, stimmt. Das sind diese Dinger, die das Wetter so kaputt machen. Da ganz hinten, Richtung Nordwesten, dieser riesige Stab.
Das sind die Dinger, die das Wetter so kaputt machen. Jetzt ist hier alles vor der Nase weg. Ach komm. Digga, der Sound ist fucking creepy. Ja, was macht das? Heilige Scheiße. Wo? Wann? Ein Spieler? Ne, NPC, glaube ich. Ja. Headshot. Okay, lass mal zu unserem Mate. Der macht gerade was. Return to the home menu. Der weiß, was er tut, ne? Okay. Krass. Aber. Ich geh nach oben. Ja, ich komme. Ah, auf 4 kann ich meine Armor reparieren. Das sollte ich mal machen. Das solltest du auch machen. Boah, das mit dem Wind finde ich aber richtig geil. Digga, was zum Teufel? Das mit dem Wetter ist so crazy. Was ich auch noch. Das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt. Weil, guck mal, wie du mit dem Fallschirm jetzt hier langrocken kannst. Ja, ja. Vor allem, du kannst damit nicht arbeiten. Ich mache gerade gar nichts und er bewegt sich komplett. Aber hat man Volldamage? Ich glaube nicht, ne? Nee. Weiß ich nicht. Aber woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass es, ja, safe, dass es unterschiedlichen Loot gab, je nachdem, welches Wetter war. Das weiß ich auch noch. Also es gibt so... Unterschiedlicher Loot? Ja, es gibt unterschiedliche Sachen, die man finden kann bei unterschiedlichem Wetter. Das heißt, wenn du zum Beispiel, es gibt auch unterschiedliche Missionen, wie zum Beispiel finde das und das und das bei Sonnenschein oder bei gutem Wetter oder wie auch immer. Und dann musst du halt warten, bis der Server, auf dem du bist, gutes Wetter hat. Das ist total crazy. Aber wie bist du da mit dem Fallschirm runter? Ja, warte, ich komme mal zu dir. Aber die Map ist auch riesig, ne? Ja, das ist crazy. Heilige Scheiße. Drück mal auf M. Das ist wirklich so eine riesige Map. Aber die... Ich komme zu dir. Ich bin über dir, to be honest. Warte, ich erschlag den einen von oben. Yay! Oh, der hatte ein bisschen mehr. Was ist das hier? Sewing Kit? Ich glaube, die sind hier alle ein bisschen stärker. Warte. Ah, ich hatte die andere Waffe noch dabei, ich Dussel. Okay, ich habe irgendwas richtig Teures aufgehoben, ihr Noobs. Trickshot? Oh! Ich glaube, hier sind hier richtige Gegner. Wo? Nee, oder? Nee, doch nicht. Headshot. Ah, es sind so tanky Gegner. Ja, ich glaube, weil hier so eine. Ich denke mal, dass. Oh, hier ist so ein richtig gepanzerter. Okay, er ist tot. Hey, wieso konnte ich die mit meiner Sniper nicht killen? Junge, der war ja krass gepanzert. Heilige Scheiße. Ich habe eine MG jetzt. Richtig schön Geld aufheben auch, ne? Ah, guck mal, wie der ganze Müll auch hier so an den Wänden kleben bleibt. schön. Boah, ich bin noch total überfordert. Ja, aber das ist ja okay. Also die erste Runde ist ja auch erstmal nur zum Kennenlernen da. Gucken, wie sich so eine Zipline anfühlt. Kann man nicht. Aber ich bin ehrlich. Oh, mein fucking Gott. Ja, es fühlt sich sehr gut an. Also es fühlt sich schon eigentlich so an wie ein Release-Titel. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie noch so hart developen wollen. So ein paar Sachen, wie hier zum Beispiel, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich Zipline. Doch, right Zipline. Okay. So Zipline, wenn du so einen schönen... Oh, ich gehe oben aufs Kabel. Nein. Warte. Aber wir haben auch... Auf E haben wir auch Grappling Hood. Guck, fällt mir gerade ein. Voll vergessen. Warte. I see the crystal raindrops fall. Nice. Wie? Die Frage ist, was machen wir jetzt? Rebirth is watching. Ich bin mir auch nicht allzu sicher. I've been watching you. Ah, okay. Rebirth is always watching. Stay alert. Time left. Wir haben jetzt noch 19 Minuten, die wir hier... zocken können. Aber was passiert nach den 19 Minuten, ist die Frage. Ich glaube, dann geht halt die Map unter. Da bin ich mir halt auch nicht sicher, ne? Es ist jetzt alles Learning. Aber ist ja geil. Wir können ja schon mal reingucken. Hey, weiter rein. Ich folge jetzt einfach der 3. Der hat ja was markiert vorne. Ein Ausrufezeichen. Ja. Das ist... Mach mich mal auf den Weg. Payment required. Achso, das ist der Extraction-Punkt, den er jetzt anmarkiert hat. Die Ausrufezeichen auf der Map sind Extraction Points. Boah, das ist auch extrem schwer, jetzt nach da links zu fliegen mit dem Fallschirm. Macht da richtig Mucken. Naja. Digga, aber es sieht so krank aus. Ist das hier so ein Sumpf? Nee, ist so bald, ne? Ich check das nicht. Ich glaube, es ist halt wirklich so, wie als ob hier so ein fetter Orkan
einfach drüber jagt. Ja, jetzt gerade so, ist einfach so nur dargestellt. Jetzt einfach ist gerade nur komplett Wind. Tank! So, hier sind auf jeden Fall mehr Leute noch. Alter. Aber hier ist das Wetter schon gar nicht mehr so schlecht. Ja, die ganzen Bots sind halt gar nicht so... Bisher jetzt gut. Gar nicht so gut. Oder so challenging auch, also... Nee, gar nicht. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, als könnten die uns gerade gut was anhaben. Nachladegeschwindigkeit auf jeden Fall relativ langsam noch. Ich denke mal, das kann man auch alles hochgucken. Oh, guck mal. Schönes Wetter wieder. Jetzt machen wir schön Urlaub. Also, was habe ich denn jetzt alles auf? So schnell. Ich habe $940. Wir können halt noch ein bisschen looten, ne? Also wir haben ja noch Zeit. To be honest. Ja, ich finde halt gerade so am Anfang, ne, du musst halt bei so einem Games musst du erstmal checken, was willst du überhaupt looten, was, keine Ahnung, was bringt also, Geld, was sind krasse Waffen und so. Aktuell findet also man ich auch jetzt, dieselben Waffen. Ich habe jetzt aber gemerkt gerade, was ich geil fände, wäre ein Rucksack. Ich weiß halt nicht, ob man den finden kann oder ob man den im Menü freischaltet. Also, das ist safe, oder? Weil ein Rucksack wäre wichtig, weil dann kann ich einfach viel mehr mittragen. Weil man sieht ja auch immer, was geil ist. Neben den Sachen, die man halt so lootet, sieht man ja auch die Wertsachen. Wie zum Beispiel hier ist verpackte hier Dosenfutter. Mhm. Alter, was ist das denn hier? So ein komischer alter Friedhof. Heilige Scheiße. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall wirklich noch irgendwie was zu finden. Nur ein bisschen zu gucken hier. Soll ich mich mal killen lassen? Warum? Mal rausfinden, wie das aussieht. Oh fuck, ich hab keine Muni mehr für diesen Sniper. Ja, pff. Sag du. Kann ich das Artefakt mitnehmen? Hey, for me, it's alright. Nee, Shotgun brauche ich nicht mehr. Lass ich fallen. Nämlich das Artefakt. Naja, das die Farben sind das, ne? Ja. Hier seid der mehr. Oh, hier vorne. Alles keine crazy Waffen jetzt. Ja, ich denke mal, es ist alles sehr selten. Digga, aber es fühlt sich alles schon echt geil an. Ich muss ehrlich sagen, es kommt am Bild nicht so rüber. Aber wenn man jemanden killt, es fühlt sich schon mächtig an. Also schon nice Feeling. Ohne jetzt psychopathisch zu klingen, ne? Aber. Warte mal, hier vorne wird geballert. Ja, ich komme. Oh, da ist ein Spieler. Hab einen. Oh, ich komme. Hab den zweiten. Oh Mann, da bin ich heiß drauf. Bei dir bei der 1 oder was? Ja, ich glaube. Ja, die sind auch beide down jetzt. Was sind ja... Weiß nicht, muss man zu dritt joinen oder? Nee, wir sind auch nicht zu dritt. Oh, ich habe einen Schalldämpfer. Kann ich jetzt den theoretisch aufheben? Und wenn ich das jetzt droppe, den Schalldämpfer aufhebe, kann ich den dann hier rauf machen? Ja, geil. Jetzt habe ich auf meiner Waffe einen schönen Schalldämpfer. Nice, man. Das ist sick. Hier ist ein Präzisionsscanner. Okay, diese Gewürze. 5 Minuten für was? Na, steht zumindest um. Ach ne, 14 Minuten steht links. Mann, ich will auch Leute treffen. Also, da hatte ich jetzt aber auch Glück. Man kann die nicht so dolle unterscheiden von NPCs, muss ich sagen. Vom Look her. Also. Die sind jetzt nicht irgendwie hervorgehoben oder so. Also man muss erstmal überlegen, was da was ist. Aber man erkennt es halt daran, dass die die Rigs haben. Rick and Morty! Entschuldigung. Ja, waren wir nochmal auf den Hügel oder so? Gefunden? Schießt wieder einer irgendwie von drin. Nice. Warte, ich helfe dir mal. Was ist das denn? Hä? Wo ist er? Der ist hier drin. Kommen Sie raus! Kommen Sie raus jetzt, so blöde Sau da! Na gut, lass ihn. Lass ihn, dann lass ihn doch. Dann lass ihn, Patrick. Bringt doch nichts.
So, Alter, Patrick, ich hab Woodcutter Bier gefunden. Bier? Let's go! Ein schönes Bierchen. Moin. Aber bin ehrlich, fühlt sich schon mal richtig geil an. Also ich glaube, wenn du da so einen geilen Dreier-Squad hast und alle auch, ich glaube, unser Mate hat Extraction gerufen. Lass mal zurück. Oh. Da kommt das Schiff schon. Ey, wenn der jetzt ohne uns abhaut, dann geht mein Ruf kaputt. Okay, was habe ich denn jetzt effektiv gefunden? Also ich habe ja auf jeden Fall ein bisschen was an Wert mit Money. I'm coming, brother. Warte, oh Max mit 3x. Warte. Wait a damn minute. Warte, Max. Alter, ich habe noch 10 Sekunden. Bin Patrick? Drin. Ja? Sag mal dem kurz Bescheid. Ich komme. Sir, bitte warten Sie. So. Ach, ey, Max ist ja so ein Arsch, dass der hier ohne uns einfach... Bist du ein Verräter? Gibt's Friendly Fire? Schieß ich mal ab. Geht das? Nein. Alles klar, Jungs. Das war's. Schieß mich mal ab. Gibt's Friendly Fire? Nee. Geil. Das. Successful Extraction. Also ich sag mal so, das Ganze ist ja wie gesagt noch ein Playtest, ne? Und ich glaube auch, dass hier jetzt nicht die Fülle an Spielern mit dabei war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann natürlich auch einfach irgendwelche Spieler gewesen sein. Ja doch, die anderen waren 100% Spieler. Also wie die gedroppt sind, so war ja, ganz ja, anders. Ja. So, also, kurz mal analysieren, was passiert jetzt. Wir haben jetzt, ich habe jetzt persönlich $11,691 mit aus der Dings genommen. Warte. So, und das ist jetzt meine Ware hier. Die kann ich jetzt irgendwie verkaufen. Next. Okay. Man levelt ganz normal, was sehr geil ist. Man schaltet da neue Sachen frei. Auch neue Waffen, wie es scheint. Sehr, sehr nice. Okay. Boah, und dann... Sehr, Alter, sehr ich bin Level stuff. 7 jetzt schon? Holy shit. So, und jetzt Crazy. Kann ich halt gucken. Es gibt jetzt hier einen Marketplace. Das ist geil. Da kann man seine Sachen verkaufen, die man wahrscheinlich hat. Das ist quasi mit Suche biete, ne? Kleinanzeigen. Vendors, da kann man wahrscheinlich... Ich will jetzt gar nicht so reingehen, um jetzt nicht so viel zu zeigen und zu spoilern. Das ist für mich einfach nur mal interessant zu wissen, wie jetzt hier der Way to go ist dann. Können die Sachen verkaufen, wir können wahrscheinlich Supplies kaufen. Weapon Attachments können wir safe auch kaufen. Dann gibt es Angebote. Exo-Rigs. Collectibles gibt's. Sehr genau schön. Auf Customization links unten. Und dann auf Player Profile, da siehst du, wie viele Kills du hast. Und so, wie viele Extractions. Okay, Players down. Matches played, one. Also ihr seht, es war unser erstes Game. Wir haben legit nur den Dings. Wie viele Kills hast du? Oben links? 3. Ja, dann sind es Player-Kills. Krass, na gut. Genau, nice. Also es gibt hier auf jeden Fall einiges. Auch Collectibles finde ich super interessant. Hier kann man anscheinend Collectibles sammeln auf den verschiedenen Maps und sowas, die es geben wird. Und Assignments sind halt, wie ihr hier seht, ich habe jetzt 2 geschafft. Das ist einmal Return to the Home Menu. Das kriegen wir hin. Und dann haben wir hier, glaube ich. Dann haben wir noch eine Waffe. To the Home Menu. Und dann haben wir hier wahrscheinlich die Sachen, die wir tracken können. Wir können nur eine Mission gleichzeitig tracken. Okay. Und das sind dann halt die Missionen, die wir nach und nach abgeben, quasi. Und dann kriegen wir hier oben den Reward, so wie es scheint. Und dann. Wir haben jetzt hier schon 4 Stück. Und das sind wahrscheinlich einfach die Missionen, die reihen sich dann hier auf, die man nach und nach einfach abarbeitet. Aber finde ich sehr geil. Also es wirkt jetzt zumindest so, als gäbe es viel zu entdecken, viel zu machen und vor allem viel Geld zu verdienen. Es geht anscheinend wirklich einfach hauptsächlich ums Geld. Und ich habe jetzt nach einer Runde 24.000. Ich habe insgesamt einen Wert von 55.000. Also die Preise werden hier wahrscheinlich auch in die Höhe steigen von Money technisch, ne? Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Also sobald es rauskommt, wenn nicht sogar vielleicht schon mal vorher, werde ich safe das nochmal spielen. Erste Runde war jetzt ein bisschen ausschlussreich. Ist jetzt natürlich nicht krass viel passiert, so. Muss man einfach sagen. Aber es ist von jeder Runde ja auch unterschiedlich. Bin gespannt, wenn es rauskommt. Patrick, letzte Worte würde ich dir überlassen. Denk mal dran, heute genug Wasser zu trinken. Ganz wichtig. Am Abend auch mal euren Liebsten zu schreiben und sowas. Patrick, du hast immer ein gutes Wort parat. Packt euch gerne das Game auf die Wishlist. Kostet nichts. Tut nicht weh. Ihr werdet daran erinnert, sobald das Game draußen ist. Und wenn ihr an so einem Playtest mal teilnehmen wollt,
könnt ihr es auch tun. Links dazu sind auch in der Videobeschreibung. Kann man sich anmelden. Zum Beispiel wie der Omax gerade. Vielleicht ist er auch Streamer, ich weiß nicht. Aber vielleicht, der hat sich wahrscheinlich auch angemeldet und darf jetzt mitzocken. Das ist gerade die erste Period und es wird zukünftige Playtests geben. Die, ich glaube, diese, wo wir jetzt gerade zocken, die endet bald. Aber für die Zukunft könnt ihr dann mal an sowas teilnehmen. Ey, für mich wirkt das Game schon richtig, richtig rund. Also ich habe jetzt nichts gemerkt, ja, wo ich so war, das geht noch gar nicht, sei es jetzt Performance, Grafik, whatever. Also es sieht richtig gut aus. Dass da so ein Arzt in der Wand ist oder so, mein Gott. Ja, ist halt, ich mein, es ist Playtest. Es kommt alles noch dazu. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Exoborn für die coole Möglichkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut da rein. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Tschüssi.